All das, was diskutiert wird, was sozusagen in der politischen Diskussion der derzeitig in der Macht stehenden politischen Kräfte kommt, ist einfach zu wenig. Ich mag es ganz klar sagen. Es gibt einfach Bereiche, und das ist eine ganz grundlegende Ansicht, wo der Markt und Profit nichts zum Suchen haben, nämlich beispielsweise in den Grundbedingungen der vielen, die zum Leben notwendig sind. Also ich sage es jetzt ganz deutlich, Energiekonzerne, Energieunternehmen sind dazu da, Energie zu produzieren, um den Profit zu machen, ganz grundsätzlich. Und so ähnlich gibt es Bereiche, wo halt Profit und der sogenannte freie und in Wahrheit sehr radikale Markt, der eigentlich sehr um nichts scheißt, tatsächlich zurückzudrängen. Das gilt im Gesundheitsbereich, das gilt im Energiebereich, das gilt aber auch am Wohnungsmarkt. Es gibt Bereiche, wo man diejenigen Leute, die nicht viel zur Verfügung haben, die es eh immer schwer haben durchzukommen, schützen muss strukturell. Das heißt, es geht um eine ganz grundsätzliche Frage, den freien Markt dort einzuschränken, wo er Profite macht und auf Menschen pfeift. Und da kommt überhaupt nichts. Wir sehen ja all diese Geschichten, wo man anfängt, Almosen zu verteilen, in vielen Fragen, wo man dann innere zurück, wo es da die Energiegutscheine irgendwie 150 Euro, die ja technisch noch schlechter umgesetzt waren, die eigentlich eingelöst worden, schon lang aufgefressen worden sind von den steigenden Kosten. Also man traut sich dort nicht jetzt in die Mechanismen eingreifen, die gewissermaßen schlecht für die Menschen sind. Das heißt, auch diese Landesvorschläge, die wir auch in Niederösterreich haben, wo man halt irgendwie so Einmalzahlungen und dann pro Haushalt, das löst strukturell das Problem nicht. Ich meine, wir haben Leute, die überlegen sich ab September, dass sie taktisch ihre Kinder abmelden vom Essen, weil sie es nicht mehr leisten können, weil das halt immer alles teurer wird, ja, und die brauchen natürlich ein Dach über den Kopf, die müssen heizen können. Also da geht es um existenzielle Fragen, und ich glaube, Politik ist da, um für die vielen Politik zu machen, für die Menschen die Lebensgrundlage zu sichern. Das ist die Aufgabe vom politischen Anspruch, so wie ich ihn verstehe, und nicht um einige Stakeholders, Shareholders, Aktienbesitzer, Aktienkonzerne, ihre Dividenden und Umsätze zu sichern und vielleicht eine einmalige Sonderdividende scheinhalber zu machen, aber das System nicht anzugreifen. Und das sind wirklich große Dinge, wo man jetzt sieht, dass die auf der Tagesordnung werden, und da versagt die Politik komplett. Also Preisdeckeln sind gut, notwendig, vielleicht das ganz kurzfristig, aber eigentlich gehört grundsätzlich in Frage gestellt, dass Menschen vor Profite gehen, und das war jetzt nicht als Slogan, sondern das ist wirklich ein grundsätzlicher politischer Anspruch.